Was werden Sie an Angela Merkel vermissen? Naja, ihren Humor, manchmal der sehr skurril ist und der manchen verblüfft, aber ansonsten freue ich mich natürlich auf den neuen Kanzler. Was machen Sie persönlich, um das Klima zu schützen? Versuche tatsächlich meinen inneren Schweinehund zu überwinden, möglichst zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren und auch bei meiner Ernährung drauf zu achten, auch bei meiner Familie, dass wir nicht zu oft Fleisch essen, dass wir regionales Gemüse haben. Bin ganz stolz, dass ich dieses Jahr auch eigenes Gemüse in meinem Garten habe. Okay. Was würden Sie nie in den sozialen Medien posten? Meine Familie. Wofür fehlt in der Politik die Zeit? Für persönliche Gespräche, um vielleicht auch manchmal besser erklären zu können und auch mal durchaus etwas mehr Emotionen mit reinzubringen. Worauf würden Sie bei Ihrem Job gern verzichten? Auf Hassmails. Was gehört für Sie zu einem gelungenen freien Sonntag? Ach, endlich mal ausschlafen zu dürfen und nicht morgens gleich den Wecker zu hören und zu sagen, oh, raus aus dem Bett und schnell, schnell. Wie würde der Titel Ihrer Biografie lauten? Ach, Gottes Willen, ich glaube, ich brauche keine Biografie. Wen würden Sie gerne mal persönlich treffen und warum? Den Dalai Lama würde ich gerne treffen, weil er so eine innere Ruhe ausstrahlt und ich 2016 im Vorfeld der Pariser Klimakonferenz auch mit den europäischen Umweltministern Papst werden. Das würde doch das nochmal vervollständigen. Zur Klärung, ich bin bekennende Christin. Was ist Ihnen peinlich? Macho-Gehabe. Was ist die wichtigste Eigenschaft einer Politikerin oder eines Politikers? Ehrlich zu sein und die Menschen ernst zu nehmen. Was möchten Sie noch lernen? Mehr Sprachen, weil Sprachen und einem die Türen öffnet, nicht nur, wenn man privat unterwegs ist, sondern auch bei Verhandlungen und man bilateral da durchaus mal das eine oder andere dann besser hinkriegt. Ihr Lieblingsplatz im Wahlkreis? Mein Garten. Was kann Südbaden besser als Berlin? Oh, wir haben einfach tolle kulinarische Angebote. Das fängt an von der Besenwirtschaft bis hin zu Spitzenrestaurants. Wir haben tolle Weine. Wir haben einfach eine tolle Lebensqualität hier. Wir haben viel Natur und das ist schon was ganz Besonderes. Wer ist Ihr Vorbild? Mein Vorbild ist Hannah Arendt. Weil Hannah Arendt unbequem ist, aber so wirklich das auch immer formuliert hat, Politik ist Liebe zu den Menschen. Und ich glaube, das ist das, was Politiker auch antreiben soll, dass wir eigentlich unsere Arbeit für die Menschen machen. Was wären Sie, wenn Sie keine Politikerin wären? Ja, ich habe ja durchaus einen anständigen Beruf. Ich bin Betriebswirtin. Aber wenn ich mir jetzt nochmal von vorne auswählen könnte, dann würde ich tatsächlich meinen Traum, den ich nicht verwirklicht habe, Medizin studieren. Würden Sie Ihren Kindern empfehlen, Politikerin zu werden? Ich glaube, meine Kinder haben das miterlebt, in der Öffentlichkeit zu stehen und was das heißt. Und für sie ist es überhaupt keine Frage und ich würde es ihnen auch nicht ans Herz legen. Das ist ihre Entscheidung. Wer ist privat Ihr wichtigster Ratgeber? Meine Familie, die kritischsten überhaupt sind meine Familie. Gibt es etwas, was Sie verachten? Ach, ich finde, ich habe kein Recht, immer über andere zu urteilen, sondern ich finde wichtig, dass man sich austauscht und dass die Würde des Menschen immer im Mittelpunkt steht bei allem, was man tut. Welches Buch liegt bei Ihnen auf dem Nachttisch? Drei Frauen von Sophia Thadea und ich habe es von einem Buchhändler in Kirchzarten, beziehungsweise eine Buchhändlerin in Kirchzarten in die Hand gedrückt bekommen und lese dann seitenweise und hatte zwar eine ganz andere Vorstellung von dem Buch, aber ich bin überrascht. Warum?
Es ist durchaus sehr konkret und auch nichts für brüde Naturen. Okay. Wofür haben Sie zuletzt gespendet und wie viel? Meine letzte Spende, Sie werden es nicht glauben, ist und halte das eigentlich für eine Privatsache. Aber ich habe Pflege seit vielen Jahren einen engen Draht zu einem Pater in Afrika, in der Nähe von Nairobi. Und dieses Projekt unterstütze ich. Okay. Was für ein Auto fahren Sie heute und welches in 15 Jahren? Ich bin heute hier mit meinem Dienstwagen, ein Plug-in-BMW. Und in 15 Jahren hoffe ich, dann bin ich ja fast 75, dass ich dann, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto, ein Carsharing-Auto benutze, weil ich finde, man muss nicht immer alles selber besitzen. Das reicht dann für die Wege, die ich unterwegs bin. Wann haben Sie das letzte Mal eine Vorschrift oder eine Regel missachtet? Ich versuche mich immer an Regeln zu halten. Ich finde, das erleichtert unser Zusammenleben in einer Gesellschaft. Wer putzt bei Ihnen zu Hause das Bad? Das haben meine Männer in der Zwischenzeit gelernt. Das war nicht immer so und das ist gut so, dass sie das jetzt können. Wann haben Sie zuletzt Fleisch gegessen? Gestern habe ich nicht gekocht, nur einen Salat selber gemacht. Wahrscheinlich am Dienstag dieser Woche, ich kann es Ihnen gar nicht so genau sagen. Also ich koche jeden Tag Fleisch. Aber was ich sicher weiß, ist, dass wir letztes Wochenende gegrillt haben. Ja, da habe ich Fleisch gegessen. Wann haben Sie zuletzt gelogen und warum? Auch da, ich versuche nicht zu lügen, beziehungsweise ich lüge nicht. Ich finde, es ist wichtig, dass man ehrlich ist. Und auch das erwarte ich auch von anderen, dass sie genauso ehrlich umgehen mit mir. Worauf sind Sie stolz? Auf meine Kinder und meine Familie. Worüber grübeln Sie nachts um 4 nach? Wie die Entwicklung in der Gesellschaft weitergeht, wie es mit der Demokratie weitergeht, wie Konflikte tatsächlich sich weiterentwickeln, gerade auch im Nahen Osten. Das beschäftigt mich sehr. Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient? Handtaschen verkauft. Meine Freundin und ihre Eltern hatten ein Lederwarengeschäft. Meine Freundin, die mit mir Abitur gemacht hat und Grafikdesign studiert hat, ist immer noch. Und schon mit 14 standen wir da und haben unser Taschengeld aufgebessert. Also ich kann durchaus unterschiedliche Leder unterscheiden, Portemonnaies, Gürtel entsprechend kürzen oder die Schnalle versetzen. Das ist ganz gut gewesen, dass man weiß, wo das Geld herkommt. Wann haben Sie zum letzten Mal geweint? Puh, kann ich Ihnen genau sagen. Auf jeden Fall berühren mich viele Dinge im Leben und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch in der Politik so ist, dass es nicht so abgehärtet ist, sondern dass einen Dinge berühren, Einzelschicksale. Jetzt auch die Tragödie in Afghanistan, das berührt mich sehr. Sie haben die Möglichkeit zu einer Zeitreise. Wohin würden Sie denn reisen? Ich würde tatsächlich in einer Zeitreise mir wünschen, dass wir einen blauen Planeten haben, der so gesund ist und bei dem man tatsächlich klimafreundlich einmal um die Erde reisen kann und die nächste Generation genauso diese Möglichkeiten hat. Wenn Sie ein Tier wären, was wären Sie denn für eins? Das ist die Frage zwischen Katze, aber ich glaube, ich wäre gerne eine Katze. Okay. Welche Persönlichkeit imponiert Ihnen? Ich finde, dass es ganz viele Menschen gibt, die Hervorragendes geleistet haben, ob das jetzt ein UN-Generalsekretär ist, aber ich finde auch wichtig, und das war mir immer wichtig, meine Mutter hat mir mit auf den Weg gegeben, Arbeit schändet nicht, also heißt auch, ganz Arbeiten, die vielleicht nicht so anerkennenswert sind, das sind für mich genauso Menschen, die im Alltag einfach den meistern und da habe ich genauso Respekt. Bei den Großen finde ich einfach, dass tatsächlich Menschen wie Ban Ki-moon,
Willy Brandt natürlich, Hannah Arendt, solche Menschen, die lassen, hinterlassen Spuren. Aber ich habe Respekt von jedem, der jeden Tag sein Ding meistert. Und ich glaube, das gehört auch mit dazu, dass man in der Gesellschaft so zusammenhält. Und was bringt sie auf die Palme? Oh, wenn es ungerecht zugeht, wenn andere zum Beispiel jemanden über den Tisch ziehen, einfach unfair behandelt und was ich absolut nicht ab kann, was ich von oben herab behandelt zu werden, nicht nur ich, sondern wenn ich das sehe, dass andere Menschen von oben herab behandeln, das kann ich nicht ab.